Yes, sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin wieder Waschkeks für euch am Start mit einem weiteren freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich zeige euch heute zwei 350er, ein 500er und ein Human Race. Ich würde sagen, let's go! Ja, Leute, ich habe schon in meiner Story auf Instagram angeteasert, dass ich für euch noch zwei 350er habe. Das habe ich euch auch im letzten Video schon erzählt. Die sind jetzt eingetrudelt, beziehungsweise ich habe mich mit meinem Kollegen getroffen und dann haben wir eine Übergabe gemacht. Also zeige ich euch zuerst einmal meine neuen Pieces, meine neue Errungenschaft. Und zwar kommen wir gleich zum... Da haben wir den ersten. Wir haben hier einen Adidas Yeezy Boost 350 V2. Und zwar ist das hier, Leute, ist das hier, festhalten, ist das hier der Blue Tint, Leute. Und zwar habe ich mir den Blue Tint gegönnt. Wer kennt ihn nicht, der Blue Tint, so goddamn sexy. Das ist der Adidas Yeezy Boost 350 V2. Blue Tint, ja, das ist er. Geil. Der sieht doch schon mal, boah, geil aus, Mann. Heftig. Ich liebe diese V2s. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und liebe sie einfach. Okay, jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Ja, stelle ich den doch mal hier hin und kommen wir schnell zum Schuh. Jeder von euch kennt ihn. Ich glaube, er wurde schon 10.000 Mal irgendwo auf irgendeinem YouTube-Kanal von irgendjemandem präsentiert, der genauso Sneaker-addicted ist wie ich. Auf jeden Fall habe ich diesen Sneaker jetzt auch. Guckt euch mal bitte diesen Schuh an, Leute. Wir haben hier ein Adidas Yeezy Boost 350 Blue Tint mit einem eisbabyblauen Sockel hier oben. Guckt mal, wie geil das aussieht. Hinten auf jeden Fall mit Tag. Das fällt mir schon aus der Hand. Sieht auf jeden Fall wieder richtig heftig aus. Ich liebe das Tag da hinten. 10.000 Mal gesagt. Ich glaube, ich habe es bei jedem Yeezy-Video mindestens jetzt schon einmal gesagt. Dann haben wir noch so Eisblaue, das ist doch so ein eisblaue, babyblaue, eisblaue Schnürsenkel, die auch total geil aussehen. Und das Ganze haben wir dann da drin auch nochmal, mit dem Innenleben da drin, haben wir dann auch nochmal Adidas Yeezy drin stehen in knallroter Schrift. Rot finden wir übrigens hier hinten auch nochmal in dem Tag wieder. Und wir finden hier bei Supply 350 finden wir auch nochmal ein bisschen Rot mit drin. Ansonsten ist der Schuh so in einem dunkelgrau, hellgrau gehalten. Auf jeden Fall, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Winterschuh ist, nur weil er so ein bisschen eisblau aussieht. Aber da habe ich auch die lustigsten Fotos damals immer gesehen, wie der irgendwie im Gefrierfach war, wie der irgendwie in so einem Eisblock drin war. Whatever, es ist einfach ein durchlaufender Posten hier. Hier haben wir noch so eine schöne, guck mal, so eine schöne eisbabyblaue Sohle haben wir auch noch, was richtig krass auf jeden Fall zum Upper des Schuhs passt. Matched, finde ich. Schon mal ganz brutal und very, very, very nice. Leute, es ist ein weiterer 350 in meinem Besitz. Hip, hip, hooray. Hip, hip, hooray. Hip, hip, hooray, würde ich sagen. Kommen wir gleich zum nächsten, den ich euch jetzt zeige. Leute, schmeißt die weg. Und ich kann euch nur eins sagen, by the way. Dieser Adidas Yeezy Boost 350, Leute, der geht runter wie Butter. Na, wer hat schon raus, was da jetzt wohl kommt? Richtig, Leute. Oh. Oh. Das ist immer schön, wenn hier gleich dich die Rechnung anlacht. Und, ja. Die Rechnung. Das ist immer schön, ne, wenn man dann nochmal so sieht, was der denn damals im Retail gekostet hat. Ja, da hat er 220 Euro gekostet. Leider ein bisschen mehr. Und zwar haben wir hier den... Boah, Alter, krass. Das ist der Butter. Das ist der Butter, deswegen geht runter wie Butter, Butter, ja. Wer von euch hat es gleich erraten, wo ich gesagt habe, der Yeezy geht runter wie Butter? Wer hat es gleich erraten? Das könnt ihr mir gleich in die Kommentare schreiben. Ja, pff, Alter, wie krass sieht der denn bitte schön aus? Wie krass, hier ist gerade voll das coole Licht und ich muss echt sagen, der sieht richtig heftig aus. Alter, krass, der sieht brutal aus. Da freue ich mich gerade, da freue ich mich gerade richtig. Hier ist der zweite. Geil. Boah, krass. Stell es auch mal wieder hier so hin.
Ja, das ist der Butter, Leute. Was ist das für eine Farbe? Das ist auf jeden Fall eine Butterfarbe, ne? Da gab es ja auch die wildesten Videos, die man auf Instagram gesehen hat. By the way, ihr könnt mich übrigens auf Instagram abchecken, Leute. Da werde ich dann auch das einige andere Pick mal zu diesen ganzen Sneakern euch zeigen. Auf jeden Fall ist das hier auch auf jeden Fall ein komplett krasser Sneaker. Und ich sehe gerade hier hinten hat er natürlich auch ein wunderbares, schönes Tag, was hier so ein bisschen eingefallen aussieht. Aber das Tag ist da. Warum ist das Tag hier so hinten so kurz? Nee, ist alles. Es hat alles seine Richtigkeit. Ja, hier haben wir noch dieses ganze Gedöns hier dran. Was ist denn hier schon wieder los? Einen Moment. So, das muss hier auch nochmal alles abgemacht werden. Was ist das für eine Farbe, Leute? Was haben wir hier für eine Farbe bei den Laces? Sag mir das mal bitte. Ich weiß es nicht. Ist das ein Gelb, würde ich nicht sagen. Senf ist das auch nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein brutaler Sneaker. Wie immer. Wir haben ja so eine Buttersohle an der Seite, das matcht halt super mit den Laces, die hier oben drauf sind und mit dem Tag da hinten. Der ganze Schuh sieht irgendwie so cremefarben aus, hier auch der Sockel hier oben ist dann auch nochmal in so einem Nude-Tone. Boah, sieht richtig heftig, der sieht echt, ey, kein Spaß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber der Schuh sieht mal wirklich echt geil aus, sei mal bitte ehrlich. Das ist doch mal nochmal so ein geiler 350er gewesen, oder nicht, ey. Finde ich schon auf jeden Fall richtig krass. Guck mal, mit dieser Peach-Farbe hier unten. Eine schöne Peach-Farbe, der sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Mit einer schwarzen Jeanshose vielleicht, dann noch so ein cooles Shirt. Aus und vorbei. Ich muss sagen, das ist echt einer meiner Lieblinge gerade. Wenn ich den hier so in Real Life sehe, feiere ich total ab. Ich habe ihn auf jeden Fall gekauft, weil ich ihn haben wollte und einfach nur so, ihr wisst Bescheid, für den Flex, ganz einfach. Ehrlich gesagt ist es auch nur noch für den Flex, weil ich mir gesagt habe, ich kaufe mir jetzt alle 350er. Und ich muss euch sagen, es fehlen nicht mehr viele 350er. Und dann haben wir sie bald alle. Mir fehlen noch ein paar Stückchen und ein paar. Ich glaube, aber die mir fehlen, sind, glaube ich, fast nur noch Asia Exclusive gewesen. Da werde ich mich dann noch irgendwann mal hinsetzen. Und wenn ich denn tatsächlich alle V2s habe, dann kommt jetzt auch bald das lang ersehnte, oder beziehungsweise was sich viele von euch gewünscht haben, das... Hier stehen sie überall rum, ihr könnt die gerade nicht sehen, weil die hinter euch überall verstreut sind und hier in der Ecke überall verstreut sind. Meine ganzen Sneaker. Ich werde da mal gucken, ob ich da mal, ja, dann alles vorbereite für eine Roomtour oder euch mal meine V2-Sammlung. Wir können ja mal anfangen mit der V2-Sammlung. Nicht, dass es dann heißt irgendwie, ja, der hat doch gar nicht alle V2s oder sowas. Doch, die habe ich dann bald tatsächlich alle, wenn es so weitergeht. Und ihr werdet die Ersten sein, die ganzen Dinge dann zu Gesicht bekommen. Leute, das war's mit meinen 350ern hier erstmal. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Bleibt bitte noch dran. Weil vor zwei Tagen, ganz genau, richtig, vor zwei Tagen, da hat ein Kollege mir, Leute, nicht ein, sondern zwei Sneaker vorbeigebracht und hat gesagt, yo, Bashkicks, das ist total cool, was du da die ganze Zeit mit deinen Sneaker machst und auch was ihr da im Hause NKs macht. By the way, könnt ihr gerne mal auch NKs abchecken, da kriegt ihr dann krasse Sneaker-Care-Produkte, auf jeden Fall. Auch unter anderem ein geiles Protect-Spray, ein geiles Contact-Spray, ein geiles Protection-Spray, jetzt habe ich's, was sogar neuerdings made in Germany ist, Leute. Made in Germany, das ist ein Grund, das Ding zu kaufen. Das ist keine Werbung, ich sage euch das so, weil ich das selber auch nur die ganze Zeit benutze. Ne? Checkt es mal auf jeden Fall ab, Leute. Es pflegt eure Sneaker. Und da sind wir jetzt auch beim Schlagwort. Der Kollege, der kam vorbei und der hat gesagt, ey, pass auf, Waschkeks, ich habe hier einen Adidas Yeezy Boost 500. Genau, richtig. Ein Adidas Yeezy Boost 500. Und jeder kennt ihn von euch. Das ist der hier. Und er hat gesagt, das ist jetzt kein Spaß, Leute, ich erzähle euch nichts. Der hat tatsächlich zu mir gesagt, du kannst den behalten, ich schenke dir den. Ich habe den zwar ein paar Mal angehabt, die Sohle ist dreckig, ja, aber er hat echt gesagt, wenn du Bock hast, dann nimm den mit in die Firma und mach den sauber, nutz den für irgendwelche Videos, mach den richtig dirty hier oder irgendwas, weil ich trage ihn nicht mehr und ich habe keinen Bock, den zu verkaufen. Ey, er hätte locker, ich weiß nicht, was man für so einen gebrauchten Schuh kriegt, er hat den nicht oft getragen und ich weiß nicht, was man dafür kriegt, auch wenn es 50 Euro sind, 100 Euro, das ist für manche viel Geld und das ist auch für mich viel Geld. Aber er hat ihn mir einfach so geschenkt und das ist auf jeden Fall Ehrenmann.
Der kann auf jeden Fall Ehrenmann komplett groß schreiben. Und dann kam er noch, als ob das nicht reicht, da kam er noch mit einem Human Race um die Ecke und meinte, yo, Waschkicks, falls dir der Yeezy nicht reicht zum Saubermachen, falls nicht deinen Erwartungen entspricht oder sowas, weil es nur ein 500er ist und kein 350 V2, nein! Dann habe ich hier noch einen Human Race für dich aus dem Jahr 2018. Leute, es ist kein Spaß, er hat mir den auch einfach nochmal geschenkt. Er hat mir den geschenkt, er hat mir den hingestellt und sagt, nimm, ey, ich will dafür gar nichts haben und sowas, weißt du. Ja, nimm den und mach den wieder sauber und stell den bei dir in so eine coole Sneakerbox. Budi, ich küsse dein Auge. Was soll ich dir sagen? Ich danke dir vielmals auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Guck mal, mit Quittung und alles drum und dran, mit extra Laces noch hier drin. Ey, voll krass. Finde ich heftig. Der sieht doch auf jeden Fall auch nochmal geil aus. Das ist auch nochmal, muss ich euch ganz ehrlich sagen, einer der wenigen Human Rays, die noch richtig ballern. Den finde ich auch mal richtig geil. So schön schneeweiß im Sommer, Shorts, Urlaub, Barbados. Gib ihm. Voll der krasse Sneaker und voll korrekt auf jeden Fall, dass er mir den gegeben hat. Ich werde den auf jeden Fall mal mit ins Hause NKs nehmen und da werde ich dann irgendwann auch mal ein Video machen. Da schnappe ich mir den guten Alan. Und das hatte ich schon die ganze Zeit vor. Und dann fahren wir doch mal ins NK-Büro und dann machen wir mal so einen Schuh sauber und dann würde ich hier mal so ein Video hochladen. Und hier haben wir jetzt das beste Beispiel. Den machen wir nochmal schön richtig dreckig, beziehungsweise der ist aber auch gut dreckig. Da sind aber auch hier in diesem weißen Upper echt gute Dreckspuren drin. Auf jeden Fall eignet sich der sehr, sehr, sehr gut, um die Sneakercare-Produkte mal ihren freien Lauf zu lassen. Leute, krasses, krasses, krasses Geste. Krasse, krasse Geste von meinem Buddy. Ich danke dir vielmals. Ja, das war's auf jeden Fall hier auch mit meinen Geschenken, die ich euch noch kurz zeigen wollte. Ist auf jeden Fall boah, immer noch krass. Stehen hier einfach so krasse Sneaker rum. Wie gesagt, der ein oder andere verkauft seine Sneaker, der andere, ja, verschenkt seine Sneaker. Wie geil ist das denn, bitteschön? Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser netten Geste haltet. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Dann würde ich euch noch sagen, stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf, haut da rein, euer Waschkicks. Bis zum nächsten, peace.